Aufgabe 2.3. Auf der Grünfläche wird eine große, kreisförmige Skateranlage angelegt. Im Plan bildet der Mittelpunkt M der Strecke SC den Mittelpunkt des Kreises K. Der Kreis K berührt die Strecke BC im Punkt E. Zeichnen Sie die Strecke ME und den Kreis K in die Zeichnung zu 2.1 ein. Berechnen Sie sodann den Flächeninhalt A des Kreises K. Da ich nicht zwischen Zeichnung und Aufgabe hin und her springen will, zeichne ich alle Strecken und Punkte in die etwas vergrößerte Skizze ein. Okay, zum Anfang. Im Plan bildet der Mittelpunkt M der Strecke SC. Zeichnen wir erstmal ein. Die Strecke SC ist hier zu finden. M bildet den Mittelpunkt dieser Strecke. Ist also hier zu finden. M ist zugleich Mittelpunkt des Kreises K. Von diesem Kreis wissen wir, er berührt die Strecke BC im Punkt E. Berühren heißt in diesem Fall, die Strecke von M nach E liegt senkrecht auf der Strecke BC. Wir haben hier also einen rechten Winkel. Diese Strecke ME soll berechnet werden und ist gleichzeitig Kreis, Radius eines Kreises um Punkt M. Da ich meinen Zirkel auf dem PC nicht ansetzen kann, muss ich den Kreis skizzieren. Im Rahmen der Zeichenungenauigkeit. Zur Strecke ME. Die Strecke ME liegt im Dreieck ECM. Da von diesem Dreieck aber sonst nichts bekannt ist, müssen wir erst Teilstrecken berechnen. Gehen wir nochmal auf ein größeres Dreieck, Dreieck BCS. In diesem Dreieck BCS liegt die Strecke SC, die wir berechnen können, wie im Teilergebnis auch schon angegeben. Wir haben zwei Seiten, nämlich BS und BC, sowie den eingeschlossenen Winkel. Das bedeutet, wir können den Kosinussatz ansetzen. Die Strecke SC zum Quadrat ist BS Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal BS mal BC mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels, also 63 Grad. Setzen wir die bekannten Größen dafür ein. BS waren 35 Meter. BC waren 105 Meter. Cosinus 63. Daraus ziehen wir jetzt die Wurzel. Oder lassen es mit Hilfe des Solvers berechnen.
und erhalten eine Länge von den angegebenen 94,4 Metern. Wenn die Strecke SC also 94,4 Meter ist, ist logischerweise die Strecke MC die Hälfte davon. Schauen wir nochmal auf unser kleines Dreieck ECM. Die Strecke CM ist uns also nun bekannt. Außerdem wissen wir, ein rechter Winkel ist vorhanden. Doch um die Strecke ME berechnen zu können, fällt uns entweder die Strecke EC, die wir nicht kennen, oder einer der beiden Winkeln. Der Winkel MCE liegt wiederum auch im großen Dreieck BCS. Da uns von diesem Dreieck alle drei Seiten bekannt sind, können wir mit Hilfe des Kosinussatzes auch diesen Winkel wieder berechnen. Es folgt also, wir fangen mit der Seite, die gegenüber diesem Winkel liegt, an. BS² ist gleich SC² plus BC² minus 2 mal SC mal BC mal Kosinus des gesuchten Winkels. SC B. Formen wir etwas um oder benutzen den Solver, um den Winkel auszurechnen. Cosinus von SCB entspricht gleich mitzahlen 35 Meter zum Quadrat. Minus 94,4 Meter Quadrat minus 105 in Klammern Meter Quadrat geteilt durch minus 2 mal 94,4 Meter mal die 105 Meter. Und mit dem Kosinus hoch minus 1 bekommen wir schließlich raus, der Winkel SCB hat eine Größe von 19,3 Grad. Damit lässt sich nun die Strecke ME berechnen. Wir haben einen Winkel, wir haben eine Strecke und noch zusätzlich einen rechten Winkel. Rechtwinkligen Dreieck können wir den Sinus, Kosinus oder Tangens ansetzen. Schauen wir nach. Die Hypotenuse ist gegeben. Die Gegenkathete ist gesucht. Gegenkathete und Hypotenuse wäre der Sinus. Also Sinus von 19,3 Grad ist gleich die Strecke ME, also Gegenkathete durch Hypotenuse, welches hier den 47,2 Metern entspricht. Formen wir einmal um, erhalten wir die Strecke ME ist gleich 47,2 Meter mal Sinus von 19,3 Grad und das sind 15,6 Meter.
Die Strecke ME, gleichzeitig Radius des Kreises, hat also eine Länge von 15,6 Metern. Damit ist der Flächeninhalt, der sich über Pi mal r Quadrat berechnen lässt, gleich 764,5 Meter Quadrat.